Torpedo, Erfindung einer Waffe. So heißt eine neue Sonderausstellung im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock. Sie zeigt die Geschichte der Unterwasserwaffe. Diese Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum der kroatischen Hafenstadt Rijeka. Sie ist der Geburtsort der Torpedos. Vertreter des Museums und der Oberbürgermeister Rijekas waren bei der Eröffnung am 9. Mai anwesend. Torpedos haben eine verrückte Geschichte. Auf der einen Seite ist es eine Waffe, die Tausende von Menschen umgebracht hat. Aber auf der anderen Seite ist der Torpedo für uns als Stadt, in der er erfunden wurde, ein Zeichen für Innovation und technischen Fortschritt. It's also a sign of innovation and technology development of the city. Erstens, in Rijeka ist ja vor gut 150 Jahren der Torpedo entwickelt worden als eine Verteidigungswaffe. Diese Torpedos wurden an Land eingesetzt, um gegebenenfalls Angriffe von See verteidigen zu können. Und Torpedos sind ja schon ganz besondere Kriegswaffen natürlich. Aber Torpedos sind auch unbemannte Forschungskörper unter Wasser. Seit mehr als 50 Jahren verbindet Rostock und Rijeka eine enge Partnerschaft. Es ist jedoch die erste gemeinsame Ausstellung zwischen dem Stadtmuseum Rijeka und dem Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum. Rijeka war viele Jahre der Heimathafen, wenn Rostocker Schiffe im Mittelmeer unterwegs waren. Und zwar sind in Rijeka auch viel Reparaturen, gerade für die DSR, für die Rostocker Schiffe, durchgeführt worden. Das heißt, viele Rostocker Seeleute haben Rijeka kennengelernt als Reparaturhafen, als ihr Reparaturhafen im Mittelmeer. Und da kann ich mir gut vorstellen, also das wäre mal eine tolle Sache, wenn wir das zusammen mal aufarbeiten würden und da auch eine gemeinsame Ausstellung draus machen könnten. Bis 1966 wurden Torpedos in Rijeka produziert. Die Entwicklung führte zu vielen technischen Innovationen, die bis heute in elektronischen Geräten zu finden sind. Die Sonderausstellung im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum ist bis zum 27. Oktober zu sehen.